So, wir haben den Juni, schönes Wetter, was darf da natürlich nicht fehlen bei mir hier auf meinem Kanal, nämlich eine Folge Nerdcheck. Ja, moin moin Leute, was geht? Ja, ist mal wieder Zeit für eine Folge Nerdcheck hier auf diesem Kanal. Hab wieder einige Filme am Start, die ich euch zeigen möchte und generell wird es demnächst in der nächsten Folge auch Comics wieder drehen. Aber jetzt erstmal die wichtigsten Filme, was sie für eine Bewertung bekommen haben und ja, hab gedacht, ich gehe mal ein bisschen nach draußen und zeige das hier, weil da drin ist es so warm, hier ist es einfach auch zu warm, aber trotzdem, wir beginnen einfach jetzt mit den Rezensionen. Ja, da beginnen wir erstmal mit dem ersten Film und das ist nämlich Robin Hood. Die hat so eine Neuauflage, sag ich mal, in dem Bereich mit Taron Egerton in der Hauptrolle als Robin Hood und Jamie Foxx. Ja, und wie ihr sehen könnt, ein sehr schönes Steelbook hier gestellt vom Studio-Kanal. Und ja, also ich muss sagen, der gefiel mir eigentlich gar nicht schlecht. Der hat jetzt nämlich ziemlich schlechte Kritiken bekommen. Ich sag mal so, die ungefähr über die Hälfte der Zeit, der geht ja ungefähr, ich muss mal selber gucken, 116 Minuten, dann hat er aber die letzten halbe Stunde, dreiviertel Stunde so ein bisschen circa, hat er einfach viel zu viel gewollt und das war einfach nicht gut drin, also das war einfach zu viel und des Guten. Hätte man einen schönen Abschluss gemacht und nicht auf irgendwie eine zweite Fortsetzung gepocht, also auf eine Fortsetzung gepocht, sag ich mal, dann wäre das okay gewesen. Aber somit war es ein solides Ding, was gute Action gezeigt hat, coole Locations, Schauspiel ging in Ordnung. Also nach dem Trailer hätte ich nur gedacht, das wäre ein Desaster. Aber trotzdem bekommt dieser Film von mir eine 6,5 von 10. Dann hat Disney natürlich seine Fortsetzung rausgebracht nach Ralf Reichs, nämlich Chaos im Netz. So, das ist einmal wieder eine Geschichte, den ich hier schon im Kino gesehen hatte, aber in englischer Form und jetzt natürlich in Deutsch. Und da habe ich ja auch schon gesagt, dass ich den nicht schlecht fand. Aber so als Fortsetzung war es okay. Cool war natürlich dieses, ne, er bricht hier halt das Internet, also es komplett geht aus einem komplett kaputt, sag ich mal. Es gab witzige Easter Eggs zu halt eBay und so weiter. Das war einfach cool gemacht und das war vom Anfang bis zur Mitte war es okay, dann ist es ein bisschen eingebrochen und Ende war wieder lustig. Also ihr merkt schon, wo die Reise hingeht. Animationstechnisch kann man da nichts sagen. Ist Disney immer wieder und Pixar einfach auf dem richtigen Level. Und es ist aber so ein bisschen natürlich klar aufgewärmt. Die Gags zünden nicht immer und deshalb bekommt einfach dieser Film nur eine 7 von 10 von mir. Ja, dann gab's auch mega Time Squad von Panastorm Pictures gestellt. Ihr wisst ja mal, hier ist immer mal Werbung angestellt. Und ja, das soll so Ding sein, so eine kleine Gauner-Komödie, Schwarzhumor, Schwarzkomödie in den Bereich Zeitreisen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der war sowas von schlecht. Diese ganzen Gags haben nicht gezündet. Man muss, wenn dann einfach überhaupt darauf stehen. Oder ist es einfach wirklich so ein Fanprojekt, was so ein bisschen jetzt in eine Vermarktung kam. Und wenn es auch irgendwelche Filmfeste war, das Ding ging einfach gar nicht. Also ja, wenn man auch also die besten Gags waren mal vielleicht mal so Verarsche gewesen auf irgendwelche 80er-Filme, aber nicht mal, es hat keinen Sinn gemacht, das war gar nichts, das war einfach schlecht. Das tut mir auch leid, aber ich gebe ja wie gesagt jeden Film eine Chance, aber das hier, never. Sorry, 1 von 10. Dann habe ich einen Film geguckt, der so ein bisschen ein Cars-Abklatsch ist, auch von Eurovideo, nämlich Wheelie. So Wheelie, das ist hier eine Pressedisc auf jeden Fall. Ja, animationstechnisch tut es manchmal ein bisschen den Augen weh, geht aber total manchmal in Ordnung, weil die Message einfach nicht schlecht rüberkommt. Es ist auch so ein bisschen halt, ja, mal Verlust. Die Message müsst ihr so wissen, Überflieger. Es ist wie bei nichts anderes wie bei Cars, wenn man eigentlich so die ersten zwei Teile zusammenwürfelt, sag ich mal. Und dann passiert das genau das gleiche auch hier. Fällt tief und ja, will wieder zurückkommen. So ist es nicht anders. Für Kinder ist es heichweilig, kann man sich angucken. Und daher gibt es noch wegen der coolen Message und ja, die Kinder lieben es trotzdem, eine 4 von 10. Wenn wir schon bei den Kinderfilmen sind, kam nämlich auch vor kurzem noch, ich weiß gar nicht, wie viel Fortsetzung das ist, ob es die zweite ist oder direkte Fortsetzung. Auf jeden Fall der kleine Drache Kokosnuss, auf in den Dschungel raus. Ja, also ich muss sagen, das gefiel mir auch gar nicht schlecht. Von der Message war es auch ganz cool gewesen. Und animationstechnisch hier schon ein bisschen besser als wie bei Wheelie. Aber es trotzdem, man merkt halt, eine deutsche Produktion, trotzdem ein, ja, ein Klassiker im Best, also ist ein, ja, ein Kinderbestseller und schöne Geschichte. Und da muss man auch einfach mal sagen, das macht den Kindern wohl noch mehr Spaß und ist es natürlich für kleinere Kinder oder Familien auch noch gut anzusehen. Deshalb bekam dieser Film von mir eine 6 von 10. Ihr merkt schon hier, jetzt kommen ja die ganzen Pressedis raus hier weiter. Das gab es leider jetzt hier keine Sachen, wo ich zeigen kann, wie die Hüllen aussahen. Aber auf jeden Fall The Haunting auf
Sharon Tate. So, wer die Geschichte kennt um die Charles Manson Family und Roman Polanski und so weiter, der weiß, okay, welche Richtung das gehen könnte. Hier ist es einfach nur angelehnt und das war echt schade. Man hat ein paar Sachen gesehen, das waren auch die besseren Sachen. Teilweise wirres Chaos, einfach schlecht geschauspielert. Hilary Duff in der Rolle als Sharon Tate ging meiner Meinung nach überhaupt teilweise nicht. Es war einfach ein wirres Konstrukt und das war einfach nichts. Das war einfach überhaupt nichts gewesen. Deshalb bekommt dieser Film einfach auch eine 2 von 10 von mir. Gleiche muss ich auch ganz ehrlich sagen bei Polaroid. Eine coole Grundstory eigentlich, wenn man das mal so nimmt. Ist es aber einfach auch immer noch eine, ja, in die Richtung eine Jumpscare-Grütze, die man so halt teilweise heute kennt. Man geht nicht auf Story, man geht auch auf schlechte Effekte. Es ist einfach so eine kleine Teenie-Horror-Geschichte, aber man hätte da viel mehr draus machen können. Das ist einfach das Problem. Schauspielerisch ist es einfach auch nicht gut gemacht. Man hat auch keine Gruseleffekte oder so richtig in dem Moment als Zuschauer. Ja, und man muss einfach sagen, das Einzige bleibt diese schöne Edition, die ihr sehen könnt. Hier diesen Schuber hier drinnen von Kepler Pictures und ja, vom Produzenten von S und The Grudge. Das war leider nix. Das war leider eine 2 von 10. So, und dann kommen wir zum Schluss eigentlich schon mit meiner ganzen hier Zeigerei. Nämlich das letzte ist Niemandsland oder heißt jetzt natürlich No Man's Land in der HD Remastered Version, der jetzt rausgekommen ist bei Pandastorm Pictures, ist eher auch so eine Schwarzkomödie, sag ich mal. Schwarzhumor. Muss man mögen, ganz ehrlich. Hat den Oscar abgeräumt und das ist wieder so ein Ding. Versteht jetzt nicht falsch, ich habe das verstanden, aber das war dann manchmal so ein bisschen, wo ich dachte, ah, man kann es verstehen, wie die Message ankommen soll. Ich will es auch nicht verraten jetzt. Aber trotzdem, was sie wollten, war okay. Kann ich total verstehen. Aber manchmal war das so ein bisschen in die Richtung, man wollte so ein bisschen Monty Python nachjagen. Und ja, ein Film, den sie nie vergessen werden. Also ich musste mir jetzt nicht nochmal das zweite Mal nochmal angucken. Es war einfach, Budget war wahrscheinlich gering. Dafür haben sie es gut umgesetzt. Und ja, also es ist wirklich so von Dani Stanovic. Es geht in Ordnung. Habe ich mir jetzt angeschaut. Bin auf jeden Fall da. Ich habe meine Bildung mir so ein bisschen in diesen Kriegsalltag, dieses Dilemma, was da passieren kann damals in diesem bosnischen, sag ich mal, es ist ja der Bosnienkrieg 1993 und die beiden kommen da in die Quere und es kommt eigentlich da so, ihr müsst es vorstellen, einer liegt auf einer Mine und das ganze Geschehen wird immer schlimmer. Und das ist aber nicht in diese Richtung, wo man denkt, ein richtiges Kriegsdrama, leider nicht. Es ist eher so ein bisschen mit, ja, Schwarzhumor. Und das war okay, aber es ist halt auch einfach zu wenig gewesen. Deshalb bekommt dieser Film von mir eine 5 von 10. So, das waren Leute meine Kurzkritiken gewesen zu den Filmen, die ich jetzt gesehen hatte im Mai und Juni. Da fehlen noch ein paar. Es fehlt jetzt noch Glass, natürlich noch Kin und Dave Made a Maze. Und was habe ich noch vergessen? Natürlich einmal The Man Who Killed Bigfoot and Hitler. So, die werde ich nochmal so nachzeigen oder auf Instagram. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Aber ihr wisst Bescheid, das war Nerdcheck gewesen auf meinem Kanal. Schaut die Tage nochmal rein, da gibt es die Comic-Variante. Und würde sagen, Leute, ne, lasst ein Abo hier, lasst ein Like hier. Bis dann und ciao und bam.